Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play die Sims 3 Unterschiede im Stammbaum Challenge. Ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Wir sind nach wie vor in der Gruft des brennenden Sandes, weil die einfach riesige Ausmaße hat und ich hoffe, dass wir heute hier fertig werden. Ich bin sehr optimistisch, aber schauen wir mal, was kommt. Wir haben ja in der letzten Folge schon so einiges hier abgegrast. Wir haben auf jeden Fall auch schon genug Flammenfrüchte zusammengetragen, um das Ganze abschließen zu können, also die Quest, die wir noch offen haben. Aber das reicht natürlich nicht, weil ich möchte schon auch den Rest dieser Gruft noch betreten. Ist hier eigentlich auch noch irgendwas? Gibt es da eine Geheimtür oder so? Das ist so ein großer schwarzer Bereich hier noch. Nee, ich glaube nicht. Okay. Laura ist gerade noch in ihrem Zelt verschwunden, aber die müsste gleich ausgeschlafen sein und dann können wir hier ein bisschen getrocknete Lebensmittel frühstücken. Da freut man sich doch. Die sind bestimmt super, super lecker. Okay, so, pack mal bitte dein Zelt wieder ins Inventar und dann. Jetzt muss ich mich nochmal ganz kurz orientieren. Also, ich glaube, wir sind beim letzten Mal hier diese Treppe hochgekommen und haben dann hier quasi den Ausgang gefunden. Das heißt, wir gehen einfach mal wieder darunter. Was haben wir hier? Eine Gruft vollständig erkunden. Ja, das möchte ich auch gerne. Wir gehen einfach mal wieder darunter und gucken, wo es weitergeht. Genau, das war hier diese Geheimtür, glaube ich. Wartet mal, wie sind wir da hingekommen? Durch den Brunnen, okay. Durch den Brunnen, never mind. Dann springen wir da nochmal ganz kurz rein. Yay, okay. Hier waren auch relativ viele Fallen, aber ich glaube, wir haben alle davon deaktiviert und dann sind wir wieder hier in diesem großen Raum. Und ich glaube, die Nebenzimmer haben wir alle schon abgegrast. Ich glaube, da waren wir schon überall. Außer hier ist noch was, aber ich glaube. Mich macht das halt immer so misstrauisch, wenn hier noch so schwarze Bereiche sind, die Räume sein könnten, aber oft sind es halt einfach tatsächlich keine. Naja, okay, dann geht's, glaube ich, jetzt hier entlang weiter. Schauen wir mal, was uns da erwartet. Hoffentlich ohne, dass wir jetzt in eine Falle treten oder so. Das wäre super. Ah, okay, eine Treppe. Ich dachte irgendwie, es geht da noch weiter, aber gut. Oh mein Gott, hoffentlich sind wir jetzt nicht fast fertig mit der Gruft. Und ich habe da irgendwie letzte Folge vollkommen umsonst das gesplittet. Oh nein, das wäre so bitter. Okay. Kacke, haben wir jetzt einfach nur noch einen weiteren Ausgang gefunden? Nee, oder? Oh Gott, ich hoffe nicht. Oh, was leckt ganz schön gerade hier. Wir entfernen erstmal hier diesen Steinhaufen. Vielleicht geht es ja da hinter der Wand noch weiter. Ich meine, auf der Seite muss auf jeden Fall noch einiges sein, oder? Das ist ja noch ein riesiger Bereich, den wir nicht erkundet haben. Kann ich mir eigentlich fast nicht vorstellen, dass wir schon durch sind. Eine Schatztruhe. Ich dachte, da wäre eine Tür vielleicht dahinter, aber gut. Ich will mich natürlich nicht beschweren. Ovalschliff Alabaster. Den nehmen wir mit. Dann stellen wir uns mal hier drauf. Ich schätze mal, der wird einfach hier die Tür öffnen. Aber hier ist doch garantiert irgendwo noch eine Geheimtür. Das kann mir doch keiner erzählen, dass es hier nicht mehr weitergeht. Oder? Das kann nicht sein. Nee, oder? Was? Als ob wir jetzt. Ah, nein, jetzt benutzt sie schon wieder diese blöde Dusche. Du sollst sie doch nicht für deine Körperhygiene nutzen. Vor allem, sie stinkt noch nicht mal. Was soll das? Oh, Laura. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Das muss hier noch weitergehen. Wie zur Hölle kommt man da auf die andere Seite? Ich bin gerade so verwirrt. Das kann doch hier noch nicht zu Ende sein. Haben wir da unten irgendwas übersehen? Da geht eine Treppe nach oben, aber das ist die hier. Was? Als ob. Als ob wir sind. Hä? Da muss doch noch mehr sein. Da ist noch so viel Platz. Ich bin gerade extrem verwirrt. Okay, ich check hier nochmal ganz kurz. Aber da steht nie nirgendwo, dass man irgendwie die Wand untersuchen kann oder so. Was? Das glaube ich nicht. Oh mein Gott, wie bitter. Ja, okay, vielleicht muss ich mich damit abfinden. Oder vielleicht auf der anderen Seite. Vielleicht gibt es hier noch eine Tür. Oh, das sieht ganz schlecht aus. Das gibt's nicht.
Oh mein Gott, ich glaube, wir sind hier wirklich durch, glaube ich. Ich habe auch nirgendwo noch eine Tür gesehen, wo man irgendwie einen speziellen Schlüsselstein braucht oder so. Das heißt, ich glaube, hier ist nicht mehr. Was? Okay, ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, falls ihr da mehr Informationen habt als ich. Aber ich glaube, wir sind hier fertig. Ich fasse es nicht. Oh Gott. Boah, das hätte ich ja in der letzten Folge noch easy durchspielen können. Na gut. Okay, dann gehen wir mal die Flammenfrüchte abliefern. Oder sollen wir kurz mit Yusuf hier reden? Kennen wir den? Wir haben den schon mal kennengelernt, ne? Wir haben schon mal mit dem geredet. Aber sehr lange her. Oh, aber die haben noch gar keine Beziehung. Oh, das ist voll schade. Nein, das geht nicht so. Hier, wir plaudern mal kurz ein bisschen mit ihm. Nicht allzu lange. Können ihn mal fragen, ob er Single ist. Aber so ein bisschen vielleicht. Wir können ja mal rausfinden, ob er die Natur mag oder so. Okay, wir kennen noch gar keine Merkmale von ihm. Am Ende stellt sich raus, dass er voll die Kackmerkmale hat. Das wäre voll bitter. Er ist Single, das ist schon mal gut. Laura tropft. Dass sie immer diese Duschen benutzen muss, Mann. Die sind für den Notfall. Oh, wir haben was rausgefunden. Yusuf ist freundlich. Das ist schon mal gut. Ich glaube, er ist kein Naturfan. Aber er hasst auch nicht die Natur. Das ist schon mal gut. Okay, ich glaube, wir gehen jetzt mal die Flammenfrüchte abliefern. Wo müssen wir denn da hin? Ah, ich dachte schon auf den Markt, aber wir müssen zum Havas-Haushalt. Okay, alles klar. Dann fahren wir da mal rüber. Und gucken, ob die irgendwelche Folgeaufträge hatten. Das war ja hier mit Morkukor, oder? Ja, genau. Morkukor ist hinter einer Ladung Flammenfrüchte her, die in der Gruft des brennenden Sandes wachsen. Anscheinend wollen sie einen neuen Kraftstoff daraus entwickeln. Okay. Hey, ich kann immer noch nicht glauben, dass das alles gewesen sein soll in dieser Gruft. Da war noch so viel Platz. Aber gut. Vielleicht muss ich mich einfach damit abfinden. Okay, Geheimnisse zutage fördern. Deine Anstrengungen sind ja ganz lobenswert, aber vielleicht solltest du sie etwas sinnvoller einsetzen. Okay, wow. Morkukor glaubt, Rainier Badawi hätte Informationen über die Relikte, die sie suchen. Rainier Badawi bei. Ne, ich kann. Alter. Rainier Badawi weiß etwas von einem alten Buch, das wertvolle Informationen für uns enthalten könnte. Beschaffe sie. Okay. Ein altes Buch. Wo müssen wir denn dahin? Hier. Nach antikem Buch fragen. Wir gehen erstmal dahin und sagen Hallo vielleicht. Vielleicht sollten wir nicht gleich mit der Tür ins Haus fallen, aber es ist ein sehr schönes Haus. Ein sehr, sehr schönes Haus. Mir gefällt die Architektur in dem Reisepack sowieso total gut. Ich meine, gut, die Einrichtung lässt oft zu wünschen übrig, aber von außen sieht das meistens echt gut aus. Haben wir eigentlich, wie hoch ist denn unsere Charisma-Fähigkeit? Level 5. Super gut. Dann sollte das eigentlich nicht allzu lange dauern, die davon zu überzeugen, dass wir dieses Buch brauchen. Bitte lass mich rein. Das sieht aus, als wäre das nicht Rainier. Okay. Nee, ich glaube, der ist verheiratet. Von dem lassen wir mal die Finger. Oh, Rainier hat ein Default Replacement auf dem Kopf. Moment. Das ist besser. Oh, sie sieht voll süß aus. Vielleicht heiraten wir einfach Rainier. Okay, mach doch mal hier charmant begrüßen. Warte mal, warum ist hier jetzt schon wieder das Falsche ausge. Oh mein Gott, das verwirrt mich immer so. Ich habe immer Angst, dass irgendwas verbuggt ist, wenn mir hier nicht die richtige Quest angezeigt wird. Oh mein Gott, wir haben schon voll den großen Boost bekommen. Perfekt, dann sollte das ja nicht allzu lange dauern. Aber wir machen trotzdem mal ein Kompliment über ihr Haus. Das kommt safe gut an. Boah, Alter, wir sind einfach fast schon Freunde. Mach doch mal. Ja, wir haben nicht viel Auswahl, ne? Gar nicht viel Auswahl. Wir können ja mal fragen, ob sie Single ist und dann verrät sie uns, dass sie mit Hassan hier verheiratet ist, vermutlich. Okay, sie hält uns schon mal für sozial. Ich glaube, ich erzähle ihr noch eine Geschichte, wenn ich die Interaktion finde hier.
Und dann gucken wir mal, ob das schon ausreicht. Rainier hatte eine Beziehung mit Hassan. Habe ich mir fast gedacht. Okay, wir sind Freunde. Perfekt, sie kann eigentlich gar nicht Nein sagen. Okay, die alte Bibliothek. In einem Haus in der Stadt verbirgt sich eine alte Bibliothek und darin eine Truhe mit den Informationen, nach denen du suchst. Vielleicht wäre es hilfreich, wenn du dich mit den Besitzern anfreundest, bevor du das Haus betrittst. Ah, ich dachte, ihr seid die Besitzer. Damn, okay, haben wir uns völlig umsonst hier so ins Zeug gelegt. wo müssen wir hin? Hier, zu den Mudbullies. Okay. Ja, dann gehen wir weiter und freunden uns mit den nächsten Leuten an. Wie viele Freunde haben wir jetzt schon? Ich habe das Gefühl, wir sammeln sehr, sehr viele, oder? 11. Ja, okay, geht. 65 Bekanntschaften. 68 entdeckte Merkmale? Wie haben wir so viele Merkmale entdeckt? Sie hat nicht mal das Wachsam... die Wachsam-Belohnung hier. Okay. Faszinierend. Bitte lass mich rein. Wartet mal, mit wem muss ich reden? Ist wahrscheinlich egal, oder? Mit einem von den Bewohnern, schätze ich mal. Ja. Na dann. Dann freunden wir uns mit Sana an. Nein, ich wollte einen Screenshot machen. Damit. Egal, vielleicht später. Oh, wir haben erfahren, dass die Familie reich ist. Okay. Ah, es ist ein süßes Haus. Ich finde das schon süß. Geheimnis verraten? Oh, fall doch... Ja, ich weiß nicht, ob das hier angemessen ist, dass du ihr einfach sofort ein Geheimnis verrätst. Ja, sie will das auch nicht wissen. Oh, Laura, stell dich doch nicht so an. So funktionieren soziale Interaktionen nicht. Du kannst nicht einfach bei jemandem klingeln und ihm dann sofort dein dunkelstes Geheimnis verraten. Okay, aber sie fängt direkt an zu tratschen. Double Standard. Ganz schöner Double Standard. Ich glaube, ich übernehme hier jetzt mal lieber die Führung. Ja, wobei, nee, ich lass sie erst ausreden, damit wir hier die Punkte kriegen. Als wären sie schon Freunde. Kennenlernen. Ja gut, kennenlernen geht auch noch. Okay, so jetzt aber. Jetzt übernehme ich hier das Zepter. Kompliment über Haus machen. Und plaudern. Und fragen, ob Single ist. Ob Single ist. Oh, sie hält uns schon für sozial. Perfekt. Hey, das ist echt sehr, sehr praktisch. Ich muss sagen, es war eine extrem gute Investition in die Zukunft, dass sie einfach die Charisma-Fähigkeit gelernt hat. Okay, wir haben ihren Partner herausgefunden. Und? Sie hält uns für freundlich. Oh mein Gott, wie lange dauert diese Geschichte? Nein, wir sind noch keine Freunde. Warum sind wir noch keine Freunde? Was soll das? Okay, Kompliment. Und dann erzählen wir noch eine dramatische Geschichte, aber das muss dann auch ausreichen. Hoffe ich, dass sie uns nicht gleich wieder vor die Tür setzen, wenn wir jetzt ihren Keller raiden. Immer noch nicht? Goddamn, okay, kennenlernen nochmal? Ja, okay, wir sind Freunde, passt. Ja, ich glaube, dann können wir jetzt einfach uns mal genauer in diesem Keller umsehen. Wie lange nehme ich denn schon auf? Ah ja, wir haben noch Zeit, super. Ich schätze mal, wir müssen vermutlich dieses Loch im Boden untersuchen, das da ganz, ganz weird aussieht. Boah, der Boden ist cool. Laura hat einen versteckten Schalter gefunden und ihn aktiviert. Oh, wie sie sich freut. Okay, na dann. Auf in die geheime Bibliothek. Der Geruch muffiger Wälzer erfüllt die Luft und Laura betritt die antiken Hallen. Irgendwo hier befindet sich ein Buch, in dem die Informationen stehen, die jeder so gern hätte. Ich habe schon wieder vergessen, was für Informationen wir eigentlich suchen. I don't know. Ich mache einfach mal. Okay, wir haben jetzt zwei verschlossene Türen. Oh, sieht voll schick aus hier unten. Aber so wahnsinnig viele Bücher haben sie ja nicht, ne? In ihrer Bibliothek. Okay, Tür Nummer 1. Ich hoffe ja, hier sind nicht so viele Fallen. Ich meine, es ist eine Bibliothek. Da würde man jetzt nicht unbedingt erwarten, dass da alles vermint ist, oder? Aber hier gibt es echt viele verschlossene Türen. Okay. Okay, okay.
Oh, Laura hat Hunger. Ich glaube, wir müssen uns hier vielleicht kurz einen Snack reinziehen. Ich will mal ganz kurz hier ein Bild machen. Davon, wie sie die Statue rumzerrt. Alter, diese riesigen Viecher, ne? Schon ein bisschen gruselig. Ich finde, die sehen auch irgendwie so unägyptisch aus. Die sehen eher aus wie so... Ich weiß nicht, wie so Trolle oder so. Okay, welche Tür... Ach, die ganz vorne. Okay. Bisschen verwirrend hier, das Layout, aber gut. Okay, muss ich mich jetzt entscheiden, oder was? Welche Tür ich aufmachen will? Okay, gut. Wir probieren es einfach mal aus. Welche hat sich jetzt geöffnet? Die hier. Aber das ist auch irgendwie ganz cool. Ich finde das cool, dass es in den Gruften so auch so Unterschiede gibt. Oh. Werden wir hier eine Mumie finden? Man weiß es nicht. ich bin jetzt gerade am Überlegen, ob ich erst hier lang gehen soll oder ob ich vielleicht erst gucken soll, was sich hinter der Tür versteckt. Weil hier sieht es aus, würde es noch weitergehen. Und dann will ich mir das vielleicht für danach aufheben. Dann, wir probieren mal ganz kurz aus, was hinter der anderen Tür ist. Oh, okay. Moment, wir müssen noch ein bisschen weiterschieben. Okay. Weil wenn da jetzt nur eine Schatztruhe ist, dann will ich das gleich abhaken. Okay, Trittschalter. Was hat sich denn... Ah, jetzt hat sich die hier geöffnet? Okay. Okay. So, dann wieder zurück. Puh. Ich hoffe ja, das lohnt sich hier, ne? Für dieses alte Buch, was auch immer da drin steht. So, dann können wir jetzt erstmal hier reingehen. Und dann gehen wir die Treppe runter. Ja, eine Schatztruhe. Nice. Ägypten, kleine Pharaonen-Gesichtsurne. Von der Gesichtsurnensammlung. Habe ich die schon abgeschlossen? Laura hat soeben eine neue Reliktsammlung mit dem Namen Gesichtsurnen entdeckt. Die Gesichtsurnen-Kollektion besteht aus 5 Relikten. Okay. Ja, haben wir davon noch nie was gefunden, oder was? Krass. Okay. Ja, cool. Das ist sehr cool. Dann würde ich sagen, wir machen uns jetzt mal auf in den Keller vom Keller. Oh, was? Haben wir jetzt... Wir haben es schon abgeschlossen? Okay, Laura hat soeben folgende Aufgabe abgeschlossen. Alte Bibliothek. Kriegen wir dann wieder hier ein neues Symbol, also ein neues Relikt? Ja, Talisman der alten Bibliothek. Talisman, das Wort habe ich gesucht. Ja. Okay, noch kurz. Ich will noch kurz ein Foto. Sieht irgendwie doof aus. Wir machen doch kein Foto. Okay, wir haben Teil des gewöhnlichen Sarkophages und die Sage von den 3 Relikten. Okay, dann gehen wir das mal gleich abliefern, würde ich sagen. Laura hat einen Wälzer zur Hand genommen, in dem 3 mächtige Relikte beschrieben sind, die sich in Ägypten befinden sollen. Dies scheint der Roman zu sein, nach dem Sobtu Hawass sucht. Es wäre wohl das Beste, ihn abzuliefern. Und wir haben 20 Visumpunkte bekommen. Die Sage von den 3 Relikten, das erinnert mich an das Märchen von den 3 Brüdern. wie weit sind wir denn jetzt hier mit unseren Visumpunkten? Gar nicht so weit. 34% bis Level 2, okay. Und wir haben noch, ja gut, wir haben aber auch noch 4 Tage, wenn ich das hier gerade richtig deute. Also ich glaube, das kriegen wir hin. Ja gut, tschüss. Danke, dass ich in euren Keller durfte und ein Buch mitnehmen konnte. Ja, ein bisschen weird. Es ist ein bisschen weird, oder? Okay, wo sind wir jetzt bei Sobtu? Ja, bei Sobtu. Ist Sobtu eigentlich Single? Wahrscheinlich nicht, oder? Nee. Mann, ich brauche noch irgendwie einen guten Screenshot für das Thumbnail. im Wettlauf gegen die Gefolgschaft. Ja, dieses Buch berichtet von 3 mächtigen Relikten, die die alten Könige Al-Simharas hier zurückgelassen haben. Es enthält auch viele Hinweise darauf, wie wir das letzte Relikt ausfindig machen können. Warte mal, das letzte? Habe ich schon 2 gefunden? Ich habe alles vergessen. Zum Glück weiß ich bereits, wo sich... Ach so, nee, okay, ich hätte einfach nur weiterlesen müssen. Zum Glück weiß ich bereits, wo sich eines der anderen 2 befindet. Morkokor aber leider auch. Ich erkläre dir das später. Begib dich schnell zum handeltreibenden Sim Nefti Hawass
der das Sonnenrelikt hat, bevor die Morkukors Gefolgsleute zuvorkommen. Jetzt mach schon. Wenn du zurück bist, bekommst du eine Erklärung. Okay, das ist dann aber nicht sonderlich schwierig, das zu finden, wenn wir einfach da zu diesem Kerl gehen und den fragen, ob er uns das geben kann, oder? Aber ich will mich hier nicht beschweren. Ich will mich hier nicht beschweren. Ich bin mir sicher, auf uns warten noch sehr, sehr viele Herausforderungen. Okay. Da hinten muss der sein. Ach, es ist sogar eine Sie. Wer bist du denn? Ach, ja, ich habe ja den Namen gelesen, ne? Nefti Havas. Die sieht süß aus. Die sieht sehr nett aus. Die mag ich. Mit der können wir uns auch anfreunden. Dann haben wir 12 Freunde. Aber ich schätze mal, dass wir jetzt auch tatsächlich sowieso mit der ein bisschen länger reden werden müssen, bis sie uns das gibt. Aber wir können ja auch einfach mal so probieren, nachzufragen. Wartet mal. Jetzt habe ich nochmal die Gelegenheit. Ach nö, jetzt glitschen ihre blöden Haare da so durch. Ich will doch nur einen schönen Screenshot. Ja, das ist alles sehr, sehr weird hier gerade. Naja, okay. Wir probieren jetzt mal, ob sie uns das einfach gleich übergibt. Vielleicht sind wir so sympathisch, vielleicht haben wir so einen guten ersten Eindruck gemacht, dass sie uns einfach sofort dieses Relikt schenkt. Lol, hat es geklappt? Oh, nö. Kupferbeschaffungsmaßnahme. Verstehe, Sopdu Havas möchte, dass ich dir das Sonnenrelikt gebe. Ich habe keine Verwendung dafür, du aber schon. Was bedeutet, dass es über einen gewissen Wert verfügt? Nicht schlecht. Den ich auf 5 Kupferstücke schätze. Das ist der Preis, für den ich dir das Relikt überlasse. Beeil dich, bevor mir jemand ein besseres Angebot macht. Ich nehme alles zurück. Ich finde sie doch nicht so sympathisch. Oh lol, aber wir haben einfach das Kupfer in der Tasche? Wir haben das einfach dabei. Gott sei Dank. Ich dachte schon, ich muss jetzt wieder Kupfer suchen gehen, ey. Mein Gott, sie sieht aus, als würde sie versuchen, sie zu hypnotisieren gerade. Ah, okay, auf der Seite des Guten. Kupfer erfreut sich sehr großer Beliebtheit. Damit kann ich etwas anfangen. Ganz im Gegensatz zu dem Relikt, das nur als Staubfänger zu gebrauchen war. Viel Spaß damit. Bringe es deinem Auftraggeber. Ja, ich weiß, dass hier etwas faul ist. Wir Einheimischen haben da so ein Gespür. Ja, dann hättest du mir das Relikt auch einfach so überlassen können, oder? Das wäre schon auch nett gewesen, aber gut. Was soll's. Dann zurück zu Sobtu. Hey, wartet mal. Die haben beide denselben Nachnamen. Ist das seine Frau? Oh Gott, das müssen wir ihn jetzt gleich nochmal fragen. Bestechungsgelder beschaffen. Mir zu helfen war die richtige Entscheidung. Ich will dir die Wahrheit verraten. Ich arbeite für eine Organisation, die Morkokor daran hindern will, unser Land auszubeuten. Wir könnten deine Hilfe wirklich gut gebrauchen. Wenn du einverstanden bist, habe ich noch mehr Aufgaben für dich. Zur Erkundung der nächsten Gruft brauchst du Zeit, die du nur bekommst, wenn wir die Anhänger von Morkokor bestechen. Suche den Sand am Stadtrand ab und finde 2 Mumitoriumstücke, die du mir bringst, damit ich Morkokors Leute bezahlen kann. Okay, mache ich. Aber bevor ich mich darum kümmere, sag mir erstmal, war das gerade deine Frau? Ach so, wir müssen ihn erst begrüßen. Wir haben ihn noch gar nicht begrüßt. Okay, und jetzt sag mir, hast du mich gerade wirklich dahin geschickt, um deiner eigenen Frau dieses Relikt abzuluxen? Lol. Es war wirklich seine Frau. Okay. Ja gut, was müssen wir für ein Momitorium? Wo hat er gesagt, muss ich suchen? Such den Sand am Stadtrand ab. Okay. Ah, vielleicht müssen wir warten, bis das irgendwo spawnt. Ich sehe hier nämlich gerade gar keine Spawner angezeigt. Oh Mist, ich dachte, ich kann das super schnell abschließen. Aber ich finde kein einziges Momitoriumstück. Damn it. Kann ich das kaufen einfach? Nee, wahrscheinlich nicht. Okay, naja. Aber ich schätze mal, oder ich hoffe, wenn ich sie jetzt schlafen schicke und sie dann am nächsten Tag aufwacht, dass dann irgendwo Momitorium gespawnt ist. Das wäre super. Aber ich finde, wir können einfach zur Abwechslung jetzt mal wieder eine Nacht im Basislager verbringen. Da waren wir jetzt schon länger nicht mehr.
Da können wir uns ein bisschen entspannen. Da, oh lol, ich bin aus Versehen zu der Gruft der Entdeckung gegangen. Alles klar. Da können wir uns ein bisschen entspannen. Gibt's hier was zu essen? Lol. Kann ich mir hier was snacken? Ach so, nee, Moment, das ist verdorben. Das wollen wir nicht. Was ist das denn da? Obstpunsch verdorben. Ih, das ist ja ekelhaft. Räumt halt euren Müll weg, Leute. Was ist denn los mit euch? Wer ist das? Xi Yuan, okay. Ich würde sagen, Laura kann sich jetzt mal noch einen Happen getrocknete Lebensmittel reinziehen und dann darf sie schlafen gehen. Und ich glaube, an dieser Stelle mache ich jetzt auch erstmal Schluss für heute. Es hat mich sehr gefreut, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend und wir sehen uns ganz bald in einem neuen Video. Bis dann. Tschüss!